Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Orga TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Erstmal ein kurzer Ausblick, was euch diese Sendung erwartet. Zum Thema Leadership im Sport haben wir heute für euch einen Rallye-Fahrer, den wir bei einem Zweitagerennen begleitet haben in Homburg und auch interviewt haben. Sein Name ist Dennis Urgatz und er wird euch gleich bei uns ein paar Fragen im Studio beantworten. Wir waren für euch bei der Uraufführung des Theaters der Generation Z und die Eindrücke, die wir dort gesammelt haben, haben wir für euch zusammengefasst und möchten wir gleich mit euch teilen, also dranbleiben. Und kurz vor den Klausuren haben wir noch Tipps und Tricks mit dem Thema Lerntipps zum effektiven Lernen. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, könnt ihr dies tun über Facebook. Wir haben eine Facebook-Seite, die heißt orga.tv. Wir freuen uns über jede Art von Fragen oder Anregungen. Starten möchten wir mit dem Beitrag zum Thema Leadership im Sport. Als letzte Sportart zum Thema Leadership im Sport haben wir nochmal eine ganz besondere Sportart für euch parat. Es ist eine Sportart, mit der man nicht immer im Alltag in Kontakt kommt. Es geht um Rallyefahren. Für Dennis Urgatz ist Rallyefahren allerdings schon Alltag. Schon als kleiner Junge fing er an, Kart zu fahren und holte sich dabei von seinem Vater, der auch Rennfahrer war, schon erste Tipps ein. Die Begeisterung für diese Sportart wurde immer größer und die Autos wuchsen mit. Mittlerweile fährt Dennis ein Suzuki Swift und fährt, um sich für die deutsche Rallye-Meisterschaft zu qualifizieren. Dennis ist ein guter Freund von mir und wir haben ihn einen Tag lang bei einem Zweitagerennen in Homburg begleitet. Dort erhielten wir exklusiv einen Einblick, wie ein Tag eines Rallye-Fahrers aussieht. Dennis habe ich dann gleich noch bei uns im Studio, aber vorab erstmal der Beitrag zum Thema Leadership im Sport beim Rallyefahren. Im Rahmen unserer Serie Leadership im Sport haben wir in dieser Woche Rallyefahrer Dennis Urgatz sowie dessen Co-Pilot Lukas Pfeiffer besucht. Vor Ort haben wir mit Dennis über den Rallye-Sport und die sportlichen Ziele gesprochen und ihn gemeinsam mit seinem Co-Pilot den Ziel der Kurzstrecke gefragt. Hallo, mein Name ist Dennis Urgatz, ich bin 24 Jahre alt und ich bin Rallyefahrer. Wir wollten wissen, welche langfristigen Ziele Dennis und sein Team sich gesteckt haben. Ja, wir möchten als Team natürlich zusammenwachsen und uns langfristig in der deutschen Rallye-Meisterschaft etablieren. Das ist so das primäre Ziel, wo wir als Team gemeinsam haben. Auch nach den persönlichen langfristigen Zielen von Rallye-Fahrer Dennis haben wir gefragt. Ja, ich möchte mich sportlich und fahrerisch weiterentwickeln natürlich. Wäre super, wenn ich international Rennerfahrung sammeln könnte und ja, dass ich das irgendwann mit einem Titel führen könnte. Ob das jetzt der deutsche Rallye-Meistertitel wäre, das wäre dann natürlich schön. Da der Rallye-Sport ein sehr zeitintensives Hobby ist, hat uns außerdem interessiert, ob Dennis sich vorstellen könnte, den Rallye-Sport zum Beruf zu machen. Ja, das ist natürlich das Hauptziel, dass wir halt langfristig gesehen davon irgendwie alle leben können. Ja. Das wäre natürlich ein Traum von, oder ist der Traum von jedem Sportler. Und ja, aber es wäre natürlich cool, wenn ich nach meiner Rennfahrerkarriere das trotzdem zum Beruf machen könnte, im Bereich von Organisation und Motorsport. Wir haben uns gefragt, wie man zu einem so außergewöhnlichen Sport wie dem Rallyefahren kommt. Ja, das ist eigentlich ganz ein kleiner Zufall. Wir waren mit der Familie Kart fahren gewesen, was man halt so mit der Familie mal macht. Ja. Und ja, dann hatte ich das ein bisschen erklärt bekommen. Und mein Papa, der ist früher auch Rennen gefahren und der hat mir das ein bisschen erklärt mit dem Gas und Bremsen, dass man das ein bisschen gleichzeitig machen kann, ja, und den Schwung mitnehmen kann aus den Kurven. Und ja, dann hat das eigentlich auf Anhieb ganz gut geklappt. Beim nächsten Mal bin ich einen Streckenrekord gefahren und ja, so hat sich dann auch so der Wille dazu entwickelt, das weiter professioneller zu machen. Ja, das war so der Start. Um mehr über den Rallye-Sport und die verschiedenen Teammitglieder zu erfahren, hat Dennis uns erklärt, woraus das Team im Rallye-Sport besteht und welche Aufgaben die einzelnen Teammitglieder haben. Gut, das Team besteht aus meinem Beifahrer, der liest mir quasi das Gebetbuch vor, das ist quasi morgens die Rennstrecke abfahren gehen, liest er mir die Strecke dann quasi nochmal vom Block her vor und
Darüber hinaus habe ich den Trainer und die Mechaniker. Und ja, nur das Team an sich kann gut funktionieren, wenn wir alle miteinander kommunizieren. Das heißt, ich muss meine Gefühle äußern, was ich sage, was gut oder schlecht auf der Rennstrecke war, was wir verbessern können, wie sich das Fahrzeug verhält, wie ich mich verhalte. Und nur so können wir konstruktiv die Daten auswerten und sagen, okay, hier und hier, da hat es noch gehapert und das kann man noch besser machen. Ja, das Team muss eigentlich, oder es funktioniert nur, wenn wir alle miteinander kommunizieren. Und nur so können wir dann die Daten auswerten, analysieren und uns gemeinsam verbessern. Weiterhin haben wir sowohl Dennis als auch seinen Co-Pilot Lukas gebeten, eine Reihe von Erfolgsfaktoren hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den Teamerfolg zu ordnen. Dabei stehen der Teamgeist und das gegenseitige Vertrauen im Team für beide an höchster Stelle. Die Erfolgsfaktoren Motivation, individuelle Leistungsfähigkeit sowie Fitness sehen beide im mittleren Feld. Auf den hinteren Rängen folgen Disziplin, die Autorität des Trainers und die Taktik, wobei Co-Pilot Lukas im Gegensatz zu Fahrer Dennis die Taktik als wichtiger beurteilt als die Disziplin. Auf dem letzten Rang folgt auch hier als unwichtigster Erfolgsfaktor das Pampern einzelner Teammitglieder. Dennis gibt an, dass sein Trainer in der Vorbereitungsphase auf ein mittleres Maß an Beziehungsorientierung in Kombination mit größtmöglicher Aufgabenorientierung setzt. Am Wettkampftag verringert sich die Aufgabenorientierung stark, während die Beziehungsorientierung auf ein Höchstmaß ansteigt. In der Nachbereitung spielt die Beziehungsorientierung keine Rolle. Die Aufgabenorientierung ist dabei voll ausgeprägt. Es wird sich demnach der Führungsstil der Teammanager, Drillmeister und Förderer bedient. Co-Pilot Lukas beschreibt den Führungsstil des Trainers in der Vorbereitung als Kombination aus sehr hoher Aufgabenorientierung und hoher Beziehungsorientierung. Am Wettkampftag verringert sich lediglich das Ausmaß der Beziehungsorientierung geringfügig. In der Nachbereitung sinkt die Aufgabenorientierung ebenfalls leicht, sodass eine mittelausgeprägte Beziehungsorientierung und eine höhere Aufgabenorientierung an den Tag gelegt werden. Im Durchschnitt führt der Trainer mit dem Führungsstil des Teammanagers, wobei die Aufgabenorientierung jedoch höher ausgeprägt ist als die Beziehungsorientierung. Geht das los? Jetzt haben wir noch Dennis bei uns im Studio, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellen möchtest. Ja, hallo, mein Name ist Dennis Urgatz, ich bin 24 Jahre alt und studiere im dritten Semester hier an der UDS BWL. Und ja, mein größtes Hobby ist das Rallye-Fahren. Ja, schön, dass du da bist. Du hast ja schon im Video erzählt, das Ganze fing mit dem Kartfahren bei dir an. Mhm. Wie hat sich das dann weiterentwickelt, wo du jetzt mittlerweile im sportlich stehst? Genau, also ich bin vom Kartsport dann rüber zum ADAC Saarland. Die haben da eine super gute Juniorförderung. Das heißt, man fängt quasi ganz klein an mit den kleinen Go-Karts mit 6,5 PS und fährt dort um Pylonen drumherum. Und ja, so hat sich das eben weiterentwickelt, dass man immer weiter vom Kart in Automobilsport reinkam. Und ja, vom Automobilsport oder Slalom bin ich dann eben rüber zum Rallyefahren und wo ich jetzt bin. Wie alt warst du da, als du angefangen hast mit dem Kartfahren? Genau, mit dem Kartfahren habe ich eigentlich als Rennfahrer relativ spät angefangen, mit 10 Jahren erst. Und genau, dann bin ich rüber, mit 15 Jahren saß ich erstmal im Rennauto und mit 18 bin ich dann wo ich dann den Führerschein hatte, durfte ich auch ins Rallye-Fahrzeug. Und welche Erfolge hast du denn, seitdem du dann 18 bist und im Rallye fahren durftest, welche Erfolge hast du da seitdem dann leisten können? Genau, also der größte Erfolg war der Saarlandmeister und wir waren 2009 und 2011 zweimal Vize-Saarlandmeister und dann hatten wir immer an den deutschen Meisterschaften teilgenommen, wo ich noch in der Jugend war, war das die beste Platzierung Platz 12 und während des deutschen Meisterschaftslaufes war es Platz 3, das war dann super. Okay, und weißt du noch, wo du hin möchtest, also was du noch erreichen möchtest? Ja, natürlich, also wenn man einen Meistertitel hat, möchte man natürlich mehr Meistertitel haben. Mhm. Die logische Folgerung wäre natürlich der deutsche Meisterschaftstitel, um den mal mitkämpfen zu können. Das ist jedoch mit hohen Kosten verbunden, weil das Rallye-Auto natürlich auch viel
Geld verschlingt während einer Saison. Klar. Und ja, deswegen ist es natürlich immer so leichter gesagt als getan. Okay, und der Sport ist ja auch relativ kostenpflichtig. Mhm. Ihr müsst ja verschiedene Reifen kaufen und Reparaturen machen. Wie finanziert ihr euch da als Team? Genau. Im Verein? Ja gut, also grundsätzlich ohne... Also wenn ja, man braucht auf jeden Fall ganz viele Sponsoren, damit es überhaupt machbar ist. Ja. Wir sind um jeden Sponsor froh, den wir haben. Und ohne Sponsoren könnten wir das natürlich nicht finanzieren. Das heißt, Sponsoren sind für uns das A und O. Und ja, da muss man auch eben die Beziehungen pflegen, sich ein Netzwerk aufbauen, dass das immer funktioniert, dass die auch langfristig bei uns bleiben. Und das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Wir haben auch immer mehr Sponsoren dazu gewonnen. Und alle alten Sponsoren sind auch geblieben. Also wir sind da eigentlich super gut aufgestellt, ja. Und da dürfen wir echt nicht meckern als Team. Ja, und diese Sponsoren sind dann die, die man im Video auch gesehen hat, dann die auf dem Auto drauf sind. Dann genau, also wir haben zwei verschiedene Arten von Sponsoren. Wir haben aktive Sponsoren, die auch aktiv auf dem Rennauto draufgeklebt sind. Okay. Und wir haben passive Sponsoren, die sogenannten stillen Sponsoren. Das heißt, die unterstützen uns und fördern uns, entweder materiell oder monetär. Nur die möchten eben nicht aufs Fahrzeug drauf und ja, gibt es sowohl als auch. Also nicht alle Sponsoren, die wir haben, sind auf dem Auto drauf. Gibt ja auch stille Sponsoren quasi. Okay. Ja, ich weiß noch, dass ihr einmal vor dem Rennen in Homburg, ist ein Teil bei euch defekt gewesen. Genau. Weißt du noch, was das war? Ich glaube, was an der Bremse oder... Genau, ja, da musste man, das war nur eine Kleinigkeit an der Bremse, die man da beheben musste und da hat man, dafür habe ich meinen Mechaniker und die machen das dann immer ganz schnell und auf die muss ich mich auch eben 100% verlassen, deswegen sage ich immer, Rallyfahren ist eigentlich ein Einzelsport, aber ohne mein Team drumherum geht es natürlich nicht, deswegen steht das Team an oberster Stelle und hat Priorität. Und das Teil musste dann in den letzten Moment noch besorgt werden, ne? Kurz vor dem Rennen. Genau, also wir haben meistens ein großes Ersatzteillager mit im Sprinter dabei, wo die ganzen Ersatzteile vom Rennauto dabei sind und ja, wenn ich das Auto jetzt nicht gegen den Baum fahre, dann haben wir eigentlich meistens die Möglichkeit, alle Rennteile schnell zu ersetzen. Und ja, sollte ein größerer Schaden passieren, dann ist es natürlich dann nicht mehr behebbar, das ist dann auch klar. Klar. Und du hast ja eine ganz besondere Trainer-Sportler-Beziehung, da dein Trainer auch gleichzeitig dein Vater ist. Was ist da anders im Gegensatz zu, wenn man jetzt einen normalen Trainer vom Verein hat? Ja gut, mit meinem Vater ist es so, ich meine, oder grundsätzlich ist es ja, wenn man eine Beziehung hat zwischen einem Sportler und einem Trainer, ist sie ja schon sehr innig und sehr emotional. Und bei uns ist es eben so, weil es halt noch mein Vater ist, ist es natürlich noch ein Tick emotionaler. Das kann mal positiv, mal negativ sich auswirken. Aber ich sag mal so, zum Vater sagt man vielleicht Sachen, die man auch mal zum Trainer nicht sagen würde oder der Vater auch mal zum Sohn. Aber das ist eigentlich vielleicht auch der Schlüssel zum Erfolg, wo ich sage, das ist auch immer gut, wenn man beide Seiten mal kennengelernt hat. Also es war nicht immer nur mein Vater mein Trainer. Im Verein hatte ich auch einen ganz normalen Vereinstrainer. Ja. Und das war immer super gut, weil da hatten wir eben verschiedene Perspektiven immer. Und ich konnte mir quasi von beiden das Beste rauspicken. Und deswegen bin ich eigentlich sehr positiv über die Trainerkonstellation gestimmt. Okay, und dein Vater war auch selber mal Rennfahrer? Oder genau. Wie kennt er sich so aus? Genau, der ist früher auch mal erst Formelrennen und dann Rallyes gefahren. Und ja, der hat mich dann irgendwann mal ins Go-Kart in Spanien im Urlaub gesetzt und hat gemeint, hättest du nicht mal Lust, Go-Kart zu fahren? Ja. Ich sagte, ja, warum denn nicht? Und ja, und dann hat er mir das noch ein bisschen vorher erklärt, wie das mit Gas und Bremse funktioniert. Genau. Das heißt, man soll immer gucken, dass man ganz viel Schwung mitnimmt aus der Kurve, so spät wie möglich bremsen und rundfahren. Ja, und das hat er mir so ein bisschen erklärt. Das hat ganz gut auf Anhieb geklappt und ja. Du hast dann gemerkt, dass dann das die Sportart für dich ist, die du... Genau, das Benzin im Blut, zwar ein bisschen später als vielleicht andere, aber ja. Okay, und noch eine wichtige Beziehung ist ja der Rennfahrer und der Co-Pilot. Mhm. Was genau, kannst du noch mal ganz kurz fassen, was so die Aufgabe ist oder was dein Co-Pilot alles macht? Genau, also der Lukas, mein Beifahrer, der ist definitiv eine Schlüsselperson bei uns im Team. Ja. Er ist quasi im Rennen mein Co-Pilot, das heißt, er diktiert mir die Strecke an. Wir fahren morgens im Training die Strecken, tun wir besichtigen. Und wenn wir sie besichtigt haben oder während der Besichtigung macht er immer einen Aufschrieb. Und diesen Aufschrieb tut er mir immer dann vorlesen. Das heißt, ich weiß ja im Prinzip nicht, wie der Sebastian Vettel auf der Rundstrecke, dass der Nürburgring immer rechts rumgeht und wir die 5,5 Kilometer gleich fahren, sondern wir haben immer eine Start-Ziel-Prüfung. Das heißt, wir starten
in der Stadt A und enden vielleicht im Dorf B, 20 Kilometer weiter. Und da können wir natürlich die Strecke uns nicht auswendig merken. Und das ist eigentlich der Job vom Lukas oder einer der wichtigsten Jobs vom Lukas, dass er mir die Strecke ansagt. Und ja, die andere Seite von Lukas ist natürlich, dass er mir so viel Arbeit abnimmt wie nur möglich während des ganzen Wochenendes. Das heißt, er kümmert sich, dass meine Mechaniker immer alles direkt wissen, wenn was am Auto ist, was zu tun ist. Der ist ein bisschen für die Koordination und Steuerung dann eben zuständig und nimmt mir eben Arbeit ab, dass ich so viel wie möglich in den Rennpausen regenerieren kann und mich nochmal konzentrieren kann oder Fehler analysieren kann. Ja. Und er kümmert sich eben um das Ganze drumherum. Und wäre es denn auch eine Möglichkeit für dich gewesen, aus dem Go-Kart in eine andere Sportart zu gehen? Also in eine, jetzt, wo man eben im Kreis eben fährt oder Rundstrecken, genau. Rennfahrer? Genau, also ich sage, ich bin da irgendwie glücklicherweise oder unglücklicherweise, wie man es nimmt, reingekommen in den Rallye-Sport durch die Sichtung, die ich damals gewonnen habe. Das heißt, als ich Saarlandmeister wurde, gab es eine Sichtung von Suzuki Deutschland und da konnte man sich über mehrere Rennläufe qualifizieren. Und die besten drei kamen dann eben zu einer Sichtung und ja, die hatte ich halt damals glücklicherweise für mich entscheiden können. Ja. Und deswegen bin ich auch in den Rallye-Sport gekommen. Abgeneigt von der Rundstrecke prinzipiell bin ich überhaupt nicht, weil da bei der Rundstrecke ist es natürlich mehr der Mehrkampf mit anderen Piloten, die gleichzeitig auf der Rennstrecke sind, wie in der Formel 1. Beim Rallyefahren ist es wirklich so, dass wir uns komplett auf uns konzentrieren müssen und das ist einfach ein Rennen gegen die Zeit. Das heißt, wir starten alle in einem Minuten Abstand, alle Fahrzeuge hintereinander und ja, es ist quasi wie so ein Zeitfahren beim Radrennfahren. Genau, von der Tour de France. Genau. Okay. Und wenn man sich jetzt als Normalo oder als normaler Sportler so vorzustellen hat, wie ist so ein Trainingsalltag bei einem Rallye-Fahrer? Wie ist das, trifft man sich da zu bestimmten Zeiten und geht dann bestimmte Taktiken und Sachen durch oder wie ist da so ein Alltag? Genau, also ja, grundsätzlich muss man unterscheiden, wir haben zwei verschiedene Trainingsmöglichkeiten. Einmal die körperliche Fitness, das heißt, wir müssen natürlich gucken, dass wir körperlich topfit sind, viel Ausdauer, Kraftausdauer. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt mit 100 Kilo ins Rennauto steigen würde, wie ein Muskelpaket. Ja. Das kostet alles Gewicht und Gewicht kostet Zeit. Und deswegen ist das die eine Seite vom Training. Das andere, wenn wir halt vor den Rennen oder vor den Rallyes trainieren gehen, ja, haben wir eine abgesperrte Strecke und dann probiert man natürlich alle möglichen Konstellationen aus am Auto. Das heißt, wie man das Fahrwerk abstimmt, einmal hart, einmal weich, einmal Mitte. Man probiert verschiedene Reifen aus, Reifenhersteller, Reifenmischungen. Also es gibt Soft, Super Soft, Medium und Hart. Ja. Dann die Luftdrücke. Jedes Auto verhält sich mit einem, wenn es nur eine marginale Einheit von 0,12 bar sind, das ist, hat eine immense Auswirkung auf das Verhalten des Rallye-Fahrzeugs an sich. Und ja, das ist natürlich dann so Sachen, die wir eben beim Training ausprobieren. Ja. Und ist es auch wichtig, als Rallye-Fahrer selber quasi wie so ein Mechaniker zu sein, zum Beispiel jetzt bei Regen, wüsstest du, was du da verändern würdest? Mhm. Ja genau, also es ist natürlich nicht von Nachteil, also es ist in den seltensten Fällen, dass der Rennfahrer auch Mechaniker ist, aber es ist definitiv der Idealfall, weil wenn man Mechaniker ist, versteht man auch, was das Auto macht und warum es so macht. Und ich persönlich bin kein Mechaniker, aber mit den Jahren wächst man mit dem Auto, mit den Herausforderungen und dann analysiert und versteht man auch verschiedene Sachen, warum das eben so ist oder warum sich das Auto eben auf einer Bodenwelle querstellt oder warum es mir vielleicht unter- oder übersteuert war, woran, ja, wo eben der Fehler ist und was wir verbessern können, dass das Auto so möglichst ruhig wie möglich ist und ich damit meinen Fahrstil eben perfekt ausnutzen kann und die Zeit noch verbessern kann. Okay, und ich habe auch gesehen, als ich da bei euch besucht habe, da war, habt ihr euch nach dem Rennen, habt ihr euch von der GoPro das gefahrene Video nochmal angeschaut? Auf was achtet man da zum Beispiel? Genau, also wir schauen einfach nochmal komplett von vorne bis hinten den Rennablauf, was ich quasi im Rennauto fabriziert habe. Ja. Ja, das heißt auf gut Deutsch, wir schauen vom Start an bis zur letzten Kurve an, wie ich den Schwung mitnehme, wann ich bremse, wo meine Bremspunkte gesetzt sind, wo ich vielleicht einen Haken drin habe oder was sehr gut war, was man ausbauen kann. Ja, man sucht quasi auf jeden Zentimeter der Rennstrecke die Zeit. Ja, damit wir eben immer schneller und noch schneller sind. Okay, und bei dem in Homburg, wie viel bist du dort geworden? Weißt genau, du, also
Das Rennen in Homburg, das war das traditionelle Homburger Bergrennen. Das hat eigentlich nichts mit dem Rallyfahren an sich zu tun. Ja. Das besuche ich quasi jedes Jahr als Hobbysportler, als Rallyfahrer, okay. Aus Sponsorengründen. Das heißt, wir haben ja sehr viele lokale und regionale Sponsoren und da bietet sich als Homburger natürlich das Homburger Bergrennen perfekt an. Aber mein Auto ist gar nicht für Bergrennen ausgelegt. Das heißt, mein Auto ist eigentlich viel zu hoch, viel zu schwer für ein Bergrennen zu fahren. Und deswegen waren wir Vierter in der Klasse, in der Division. Und das war aber eigentlich mehr, als wir uns selbst erhofft hatten, weil die Fahrzeuge teilweise 300 Kilo leichter waren und auch bis zu 50 PS mehr hatten, weil es einfach eine ganz andere Division ist beim Bergrennen wie beim Rallyefahren. Da werden die Klassen unterschiedlich eingeteilt. Okay. Und jetzt, wenn ein Zuschauer sagt, das Rallyefahren oder das finde ich ziemlich interessant, was würdest du da als erste Schritte empfehlen, um so ein bisschen Richtung Rennfahrer zu schnuppern oder zu schauen, ob das was für einen ist? Genau, also grundsätzlich würde ich sagen, um erstmal reinzuschnuppern, ist das Kartfahren an sich super. Es gibt ja überall, alle 10, 20 Kilometer gibt es irgendwo eine Kartbahn, egal ob in Kaiserslautern, Saarbrücken, Buß, gibt es ja überall eine Kartbahn, kann man einfach mal ausprobieren. Und wenn einem das gut gefällt, kann man sagen, okay, ich möchte das intensivieren oder mich vielleicht auch verbessern. Und da würde ich grundsätzlich immer als erstes vorschlagen, definitiv in einen Verein reinzugehen, weil im Verein kriegt man das A und O, die Basics vom Rallyfahren oder vom Autorennenfahren beigebracht. Mhm. Und dort werden quasi die ersten Grundsteine gelegt. Und es ist auch definitiv die kostengünstigste Variante im Verein. Da die haben auch meistens Rennfahrzeuge, mit denen man trainieren kann, wo man dann auch mit einem kleinen monatlichen Beitrag, in Anführungszeichen, eben günstig den Sport erlernen kann. Und dann kann man eben schauen, wie es weitergeht oder eben nicht. Okay, also du würdest es auf jeden Fall weiterempfehlen. Natürlich, also wie jeder Fußballer Fußball weiterempfehlen würde, würde ich natürlich als Rennfahrer Rennfahren empfehlen, aber es gibt auch Leute, die das besser lassen sollten, so wie ich lieber mit dem Ball nicht in Berührung komme. So, ja, gibt es halt Leute. Aber ich glaube, das muss einfach jeder selbst für sich entscheiden und wenn einem das Spaß macht, wenn einem das Freude bereitet, ich glaube, das ist das Wichtigste und nur dann kann auch der Erfolg kommen, weil wenn man etwas machen muss, weil man es nicht gern macht, aber oder machen sollte, dann kann es eigentlich nicht erfolgreich sein. Das stimmt auf jeden Fall. Du hast jetzt bei uns auch im letzten Semester beim Bachelor-Praktikum mitgemacht, hier am Lehrstuhl, bei dem Multimedia-Praktikum. Wie hat dir das denn gefallen? Ja, es war super, weil es war eine sehr interessante Erfahrung, weil wir im Rennauto immer verschiedene GoPros haben. Also ich bin immer mit 3, 4 Kameras ausgestattet. Und mich hat es einfach interessiert, wie das jetzt abläuft mit Filme schneiden, wie ich mich als Rennfahrer verbessern kann. Kann ich natürlich auch einen Schnitt verbessern oder ein Video verbessern. Da lernt man halt auch Basics wie Weißabgleich, die Kamera vorne vielleicht die Person scharf stellen, den Hintergrund unscharf stellen. Das sind alles so viele Sachen und Basics, die eigentlich nicht schwer sind, eigentlich ganz simple Sachen, aber wo man als Laie überhaupt nie vorher in Berührung gekommen ist. Und das war eigentlich super interessant. Und ja, jetzt wollte ich dich mal fragen, du hast ja jetzt dieses Semester quasi im Rahmen deines Masterstudiums OrgaTV nochmal angeknüpft. Genau. Und jetzt wollte ich mal fragen, wie es dir gefallen hat oder was würdest du denn unseren Studenten an der ODS empfehlen? Ja, also zum Beispiel, wenn du Interesse hast, also es gibt 15 Credits für das Masterpraktikum. Und Aufgabe ist, jeden Mittwoch eine Live-Sendung zu machen. Dafür sind ungefähr 3 bis 4 Beiträge notwendig. Da ist man von vorne bis hinten involviert. Also man lernt Kamera, den Schnitt, die Tonfassung dazu einzusprechen. Wir waren eine 6er-Gruppe und wir haben uns die Aufgaben so aufgeteilt. Das benötigt auch sehr viel Organisation. Und ich fand die Themen auch sehr, sehr gut. Wir haben Flüchtlinge, wir hatten was mit Sport und wir hatten Tipps und Tricks für Studenten. Also wir hatten für jeden was dabei. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich kann es auch jedem nur empfehlen, sich einmal dafür anzumelden und sich zu bewerben hier am Lehrstuhl beim Herrn Scholz. Und für 15 Credits ist es wirklich, macht es sehr viel Spaß und ist mal was anderes, anstatt eine Klausur zu schreiben und immer zu lernen, weil man hier auch viele Sachen lernt. Ich kann es dir nur empfehlen. Okay, super. Und wie ist das so vom Umfang her? Wie kann man sich das als Student vorstellen? Wie zeitintensiv ist das? Oder ich meine, 15 Credits sind natürlich schon ein Haufen Aufwand für eine Klausur zu lernen. Wie ist das? Oder wie war das bei euch? Habt ihr euch jeden Tag getroffen oder habt ihr das irgendwie wöchentlich gesplittet gehabt? Genau, also wir hatten immer eine Teambesprechung und die Live-Sendung meint man, wäre nicht so viel Aufwand, aber es nimmt doch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch.
die man sich eben aufteilen muss in der Gruppe. Und ja, wenn man dann so ein bisschen da drin ist in dem Thema im Schneiden und was das alles betrifft oder auch hinter der Kamera während der Live-Sendung muss der Ton, der Livestream muss geschaltet werden und andere Dinge. Man muss Menschen anschreiben, zum Beispiel die Flüchtlingsheime haben wir angeschrieben, Kontakte knüpfen. Das gehört alles dazu, was alles so ein bisschen im Background abläuft. Mhm. Und ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Okay. Gut, super, danke für die Info. Vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg bei deinen nächsten Rennen. Danke. Und viel Erfolg auch noch an der Uni. Danke. Wir machen weiter mit dem Theaterstück über die Generation Z. Die fand am 21.01. im Theatersaal der Mensa statt und wir waren für euch dort vor Ort. Das Theater zeigt, wie die mediale Kommunikation der Jugend von heute immer mehr in den Vordergrund rückt. Also zu jeder Situation gibt es eine App. Also über Flixbus bucht man den Bus zum Ereignis und dort über Airbnb, über die App, sucht man sich eine Wohnung aus, kann sich die anschauen auf dem Handy und das alles hält man dann auch mit dem Handy wieder fest und teilt es mit Freunden und verschickt es weiter über WhatsApp, wie ihr es ja alle schon kennt, wenn ihr mal irgendwo hingeht oder auch im Alltag. Das alles ist völlig normal in unserer Welt. Wie das explizit in der Generation Z im Saarland ist, zeigt euch der folgende Beitrag, das Theater Generation Z, hier an unserer Uni. Die Message ist halt einfach, dass wir zeigen, wer sind wir und warum sind wir so, wie wir sind. Morgen Julia. Na, alles fit? Morgen Sarah. Ja, und bei dir? Ja, soweit. Ein Tag im Leben der Generation Z. Wie sie lebt, worauf sie Wert legt und wie sie tickt. Dies vermittelten die BWL-Studenten des Seminars bei Professor Scholz vergangenen Donnerstag im Theatersaal der Mensa dem aufmerksamen Zuschauer auf kreative Art und Weise. Was hast du denn noch so lange gemacht? Na, für die Uni gelernt. Was denkst du denn? So lange? Was musstest du denn noch alles lernen? Ein Tag im Leben der Generation Z. Wie sie lebt, worauf sie Wert legt und wie sie tickt. Ich bin eben ein fleißiger Kerl und fange, im Gegensatz zu euch, rechtzeitig mit dem Lernen an und nicht erst 3 Wochen vor den Klausuren. Dein Ernst jetzt? Na klar, jederzeit bestens informiert. So gehört sich das als Musterstudent. Ja, Musterstudent. Ich lach mich tot. Gezockt hat er bis spät in die Nacht. Glaubt ihm doch nicht immer den ganzen Schwachsinn, den er erzählt. Als würde der jetzt schon lernen. Hätte mich auch schwer gewundert. Was bist du denn im Moment am Zocken? World of Warcraft. Dafür ist erst vor kurzem ein neuer Patch rausgekommen. Nie gehört. Worum geht es in dem Spiel? Oh Gott, das ist jetzt etwas kompliziert, alles zu erklären. Also kurz und knapp gesagt, ist das ein Online-Spiel, in dem Spieler aus der ganzen Welt in die Rolle von Fantasy-Charakteren schlüpfen und eine virtuelle Welt erkunden. Und dann geht es dann auch um einen Kampf zwischen Allianz und Horde. Aber ja, das versteht ihr eh nicht, also deshalb erzähle ich euch das jetzt nicht auch noch. Ui, das klingt ja magisch. Nee, du hast recht, ich verstehe das nicht. Ich kenne mich generell mit so Computerspielen und so nicht aus, aber es interessiert mich auch alles eher nicht. Nee, mich auch nicht. Und damit schlägt man sich jetzt die ganze Nacht um die Ohren, oder wie? Joa, was heißt die ganze Nacht? Sarah, übertreibt mal wieder. Hab 1 bis 2 Stündchen gespielt, nenn ich. Gib mal diese Videospiele. Alles dreht sich nur noch darum. Ja, wie dem auch sei. Jan, kannst du mir gerade mal die Cornflakes geben, bitte? Ja, klar. Danke. Boah, hab ich einen Hunger. Habt ihr keinen Hunger? Tag im Leben der Generation Z, wie sie lebt, worauf sie Wert legt und wie sie tickt. Dies vermittelten die BWL-Studenten des Seminars bei Professor Scholz vergangenen Donnerstag im Theatersaal der Mensa dem aufmerksamen Zuschauer auf kreative Art und Weise. Schon beim Frühstück sind Smartphones und Tablets bei der jungen Generation nicht mehr wegzudenken. Mittendrin statt nur dabei, lautet hier das Motto. Durch aufwendige Projektionen war der Zuschauer stets im Geschehen,
zwischen Videospielen, Blogs und Tutorials bis hin zu WhatsApp-Konversationen. Das Theaterstück gibt tolle Einblicke in das Leben und die Bedürfnisse der Generation Z. Höchst interessant für alle, die sich künftig mit der Generation Z auseinandersetzen müssen. Ja, wir hatten die Gruppe der Generation Theaterstück ja auch schon mal bei uns im Studio und dann waren wir noch bei der Generalprobe dabei und ja, wie das Projekt dann letztendlich ausgesehen hat, war wirklich sehr schön anzusehen und hat uns gefreut, auch dabei zu sein und das Ganze so ein bisschen zu verfolgen. Für alle Studenten jetzt aufgepasst, wir haben euch die letzten Wochen schon erzählt, wie ihr euch für die Klausuren vorbereiten könnt zum Thema Ernährung, Konzentration und andere Sachen. Um euch jetzt abrunden auf die Klausurenphase vorzubereiten, haben wir noch Tipps und Tricks zum effektiven Lernen. Wie diese Tipps aussehen, seht ihr jetzt in unserem nächsten Beitrag. Hey Leute, heute haben wir im Rahmen unseres Formats Tipps und Tricks einfache Tipps zum effektiven Lernen. Erstens, wähle den richtigen Lernort. Gerade Studienanfänger stellen sich die Frage, wie der perfekte Arbeitsplatz aussieht. Achtet auf erstens die Helligkeit. Der Lernort muss mit genügend Licht versorgt sein. Am leichtesten fällt dabei das Lernen im Tageslicht, sodass ihr euch am besten ans Fenster setzt. Schaut aber auch, dass bei Dunkelheit eure Lampe die Augen unterstützt. Zweitens Ruhe. An eurem Arbeitsplatz sollte nicht ständig gequasselt werden, das stört die Konzentration. Mit Ruhe ist auch gemeint, dass ihr euer Handy während der Lernzeit ausschaltet, damit ihr nicht ständig davon abgelenkt werdet. Drittens der Platz. Es ist wichtig, einen aufgeräumten Schreibtisch zu haben, um die Struktur und die Ordnung im Kopf auch bei komplexen Themen zu bewahren. Schaut im Voraus, dass alle benötigten Lernmaterialien am Platz liegen, damit ihr während der Lernphase nicht aus der Konzentration gerissen werdet. Bevor ihr mit dem richtigen Lernen beginnt, ist es sehr hilfreich, eine Zusammenfassung zu schreiben. Aber warum? Eine Zusammenfassung ist insofern wichtig, dass ihr den Lernstoff kürzt und auf den Punkt bringt. Es geht nicht darum, jedes einzelne Detail aufzuzeigen, sondern darum, einen kompakten Überblick über ein Thema zu bekommen. Genug Wasser trinken. Forscher fanden heraus, dass es wichtig ist, während dem Lernen genügend Wasser zu trinken. Wasser unterstützt nämlich die effizienten elektronischen Aktionen zwischen dem Gehirn und dem Nervensystem, verbessert die Konzentration und erhöht das Energieniveau. So, ich hoffe, ihr seid jetzt damit optimal vorbereitet für die Klausuren. Nächste Woche haben wir dann auch nochmal Zeitmanagement, damit ihr wirklich komplett vorbereitet seid für die Klausuren, wie ihr euch da vorbereitet. Damit ihr wisst, was euch nächste Woche erwartet, wir präsentieren euch unser Resultat von Leadership im Sport und Tipps und Tricks, wie eben schon gesagt, wird fortgesetzt mit dem Thema Zeitmanagement. Jetzt sind wir wieder am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns und bis zum nächsten Mal wieder um 18:18 Uhr auf orga.tv.